Moin, moin. Also ich wollte nur dieser Verlust. 22 Minuten. Oh, nee, hab ich auch noch nicht eingeplant. Moin, moin. Gut, dass du sagst. Moin. 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 Ich glaube, da brauchst du auch nur 20 Hektar von oder so. Das so viel kann ich dir gleich sagen. Also Saatgut habe ich schon mal gekriegt. Noch weniger, 14,4 Hektar. Ja, das ist echt wenig. Aber hast du mit Precision Farming oder ohne gerechnet? Ohne. Der steht hier im Weg mit seinem ganzen. Nee, ich habe mit der Excel vom Revolta gerechnet. Ja. Wer parkt halt hier unterm Ding? Ja. Und dann halb hochgerechnet. Beziehungsweise umgekehrt. Mhm. Warte mal, war das jetzt auch schon im August oder wie? Ja, Senfkörner ist diesen Monat. Ah, okay. Deswegen fragte ich ja gerade. Aber es geht auch noch im September, sehe ich gerade. Ja, September. Geht was sollen die Hühner denn futtern? Gerst oder was? Aber es ist halt eben einen Monat später dann, ne? Ja, ich guck gleich mal, was wir nehmen. Bei 14 Hektar, da wird ja echt schon. Die 11 und die 12 oder so wird ja gehen dafür. Das sind ja dann wirklich ganz schön klein. Ja, doch, stimmt. Können wir dann tatsächlich machen. Oder haben wir da schon Vermehrungsgras drauf? Ne, da ist glaube ich nichts drauf. Also zumindest sieht man nichts auf der Übersichtskarte. Ja, können wir machen. Wobei das ja dann schon zu viel ist, weil wir Feld auch vergrößert haben eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, um wie viel Fläche sich das vergrößert. Die 11 und die 12 haben wir doch nur vergrößert, doch in der Mitte da diesen einen Streifen. Halt mal 11, Entschuldigung, ich war gerade bei 21, 22. Wieso kommen wir jetzt auf 21, 22? Ich weiß nicht, wie groß das ist. Das war nur eine Schätzung. Nee, ich war nämlich gerade, weil du das gesagt hast, das ist nämlich genau, das würde nämlich 21, 22 würde nämlich. Nee, halt mal. Ach nee, jetzt. Ich habe 11 und 12 in der Excel geguckt, aber auf der Karte habe ich bei 21, 22 geguckt. So war's. Okay. Ist er darauf verwirrt? Jetzt nochmal 11 und 12. Gut, dass ihr die Fruchtplanung macht. Black Forest ist verwirrt. Er schickt den Sonnen an die falsche. Ja. Sehe. Da kommt auf 78, kommt jetzt Sam. Was denn? Nein, Raps muss dahin. Sieht doch ähnlich auf aus. Auf jeden Fall ist blöd meine Sämaschine jetzt schön voll. Wir haben ja auch zu viel Raps, dann könnten wir auch einen Teil von 78er ja Senfkörner machen. Yeah. Nee. Das wird nicht im Matchmap hier. Also eigentlich haben wir gar nicht so viel zu viel Raps, muss ich sagen. So, dann machen wir 11 und 12. Eine gute Idee. Ja, reicht das? Ich habe nicht die genauen Hektar im Kopf. Was hatte ich gerade gesagt? Wie viel Hektar? 14. Ach, 14? Nee, dann reicht's nicht. Und was ist, wenn die 69 dazu ist zu viel wieder, ne? Oder die 60 dazu? Du hast halt 60 und 69 dann zusammen. Und 69. Warum fliegt der nämlich, wenn man Q drückt? Das reicht auch nicht. Was ist mit der 17? Du musst abkoppeln, ne? Da war nichts drauf. Ja, ja. 17 sind 11 Hektar. Und die 60 dazu? Und wieder zu viel, 60, ne? 60, zu viel. Muss auf den Hofladen. 51 gibt's auch noch. Der Hofladen, der ist da oben an den Plantagen hier. 38 oder was, oder da bei dem, an die andere Seite, da bei den hier. Wir ne? machen Feld 70 und Feld 80. Hätte ich gesagt, dann passt es genau. Aber die 80, da wächst doch irgendwas drauf, oder nicht? Und die 70 wächst auch irgendwas drauf. Haben wir da schon Vermehrungsgras drauf, oder wie? Keine Ahnung. Nee, das auf dem einen sind Sonnenblumen und auf dem anderen ist Vermehrungsgras, ja. Oh, ach so, stimmt, das haben wir noch gar nicht geerntet. Ah, ich war hier gerade in der falschen Minute und jetzt. Okay. Was nehmen wir denn dann? Wieso, wie viel ist dann bei der 11 und 12 zu wenig? 11 und 12 sind 12, 13 Hektar.
gut, das reicht. Halte mal, aber die, das Feld haben wir ja vergrößert. Ja, nee, aber das ist ja nicht. Nur ein Streifen in der Mitte, das bringt ja keinen Hektar. Nee, das wird nicht reichen. Warte mal, wo haben wir denn noch ein kleines Feld? Wollten wir jetzt hier oben nicht hier Felder kaufen, dann kann ich ja den Träger mit Anhänger hier gleich stehen lassen. Warte mal, was ist, wenn wir die 30 dazu nehmen, Black Forest, das müsste aber reichen. Ja, das reicht. Das ist doch eh nur dieses blöde kleine Grasfeld da unter der... Oder im Zentrallager. Ja, das können wir machen. Die 11 und die 12 und die 30. Okay, dann trage ich das mal in die Liste ein. Dann haben wir das nervige Grasfeld auch mal endlich weg. Ja. Also, was meintest du eben, Fett? Wollen wir jetzt hier nicht die Felder kaufen beim Rinderhof? Ja, wenn wir Geld haben. Aber ich wusste ja nicht, was Black Forest jetzt für wichtiger hält. Das ist ja alles diese Monate, wenn du diesen Produktionsinfo hat von Achim lädst, dann zeigt dir das an, was du pro Jahr brauchst. Genau, Produktionsinfo-Mod. Und dann können wir die Anzeige pro Jahr, genau, Anzeige pro Jahr. Und dann siehst du bei einzelnen Früchten irgendwo, wie viel Hektar du brauchst. Zum Beispiel, ja, jetzt nehmen wir den Raps, 203 Hektar. Das ist aber die nackte Zahl, wenn du sie nicht düngen würdest, wenn du Unkraut drauf hast, wenn du nicht geflügt hast, also das Schlechteste. Wenn du das Feld normal bearbeitest. Ja, eigentlich hat einer was dagegen, dass ich auf der 78 schon mal anfange? Ja, du dir keinen Zweig an. Das ist ja auch nicht so. Nee. Okay. Das ist gut zu tun, wahrscheinlich. Aber ich mache erst mal Vorgewende. Ich gemacht heute nichts anderes mehr. Nee, erst mal. Ja. Na, ich hoffe ja, dass ich noch ein bisschen nutzen kriege. Aber trotzdem, das fällt ja riesig. Dann ja, sollte man jetzt einmal vorher noch mulchen. Was sagst du? Die 78 ist doch gemulcht. Ja, ja, die 30. Kann man die nicht noch mal ernten? Nee, ne? Nee. Die ist in Wachstumsstufe 1, glaube ich. Aber also Raps, ne? Ja, auf der 78 Raps. Hm? Ja, Ralf und Minikeule sind auch noch mit Mulche unterwegs. Und ich bin noch. Minikeule pflügt gerade. Achso. Ja, in dem Feld, wo ich jetzt gerade war. Ach ja, so, aber das ist ja kein Thema. Ich bin jetzt hier gerade bei der 51. Ich glaube, 54 oder so muss auch noch gemacht werden. Was ist schon leer. Mit 45? Ist das Grasfeld? Nee, alles voll da Steine haben wir hier. Tabak drauf, das muss nicht nur hin. Ist da Tabak drauf? Ja. Sicher. Ja. Wesen. Ist glatt gefahren oder was? Nee, ich habe gerade extra nochmal geguckt, weil ich schon Schreck kriegte, dass das weggemulcht wurde. Ich spreche jetzt gerade, ich habe doch gesagt, ich bin auf 51. Ja? Also kann ich gar nur 45 sein. Wollen wir das eigentlich nochmal zusammenlegen, die beiden Felder? Hier. 42, 51. Ja, kann man theoretisch, obwohl die Deicheinebnung, weiß nicht, was kostet da. Ne, der Graben. Ja, bestimmt, meine ich halt Graben. Aufschüttung. Ne, da wollte ich gar nicht. Reicht ja, wenn jeder Stall eine Portion kriegt. Ne? Also ich habe jetzt auch mal schon zwei Felder Weizen und ein Feld Gerste als Wintergetreide mal eingeplant. Und dann habe ich schon mal die Leinsamen als Wintergetreide eingeplant. Und den Rest können wir dann alles eigentlich vom Mehrungsgras machen. Was ist mit Dinkel? Dinkel geht nur im Herbst. Hast du vergessen? Oh, okay. Warte mal. Meine ich doch, oder Dinkel oder Roggen? Eins ging nur im Herbst. Mein Dinkel. Du sagst, ja. Wolltet ihr nicht noch Felder ernten? Das regnet irgendwann. Das hört ja auch irgendwann wieder auf und zur Not ernten wir es nächsten Monat. Nur wenn es dann noch nicht verfault ist. Ich denke, geht nur September und Oktober. Vielleicht ist dann verfault? Ne, das erste erntereife Stufe. Weizen kannst du ja noch ohne ernten. Genau. Brocken geht nicht mehr nächsten Monat, stimmt. Oder Weizen geht noch nächsten Monat. Oder umschauen. Ja, dann schon mal das Roggenfeld kaufen. Ja, dann würde ich das Roggenfeld kaufen, Black Forest, ne? Ja. Hey Cap, vielen Dank für den Prime, vielen Dank für den Support. Moin und vielen Dank. Ich bringe jetzt noch eine Ladung Mist dann irgendwie da zu den Montagen.
Molkerei ist mit Himbeeren reingekommen. Womit? Molkerei mit Himbeeren. Ja, da kann man die Eisfabrik gut loswerden. Ja, dann können wir tatsächlich nicht mehr viel Vermehrungsgras erstmal machen, einplanen jetzt, weil... War richtig, ne, dass wir die 52 kaufen wollten, ja. Beziehungsweise... Der Kurs? 52, ja. Ne? 52, ja. Haben wir ja gerade gesagt. Ich glaube es nicht. Die Eisfabrik kommt am besten neben Feld 43, ja genau, an der Kurve. Achso. Machst du heute noch Black Forest, oder? Ja, ich habe gerade mal geguckt, wegen der Düngerfabrik, das Wasser schon reicht. Ich kann nicht zugehört. Nicht Multitasking für ihn, ne? Black Forest ist ja Zuckerrübenschnitzel ausgeschaltet, oder was hast du da ausgeschaltet? Ja. Warum sehen wir das nicht mehr? Ist doch auch blöd, oder nicht? Das gilt ja für alle. Ja und? Das kannst du ja sowieso nicht das ganze Jahr betreiben, die Zuckerrübenschnitzel. Und? Das war eigentlich nur so zum Test, wie das Ganze funktioniert. Kannst du dann abschalten, wenn es leer ist. Aber so vergisst du es ja nachher wieder, wenn du alles immer ausschaltest. Ja, man merkt ja, wenn die Zuckerfabrik irgendwann voll läuft und dann fährst du so wieder hin. Ja. Das dauert, glaube ich, ein bisschen, bis die Zuckerfabrik voll läuft. Ja, und? Aber dann hast du halt eben jedenfalls, dass das wieder eine ganze Zeit läuft und ich weiß. So lange lässt du die Schiene einfach immer an oder was in der BGA? Produzierst die ganze Zeit Kosten. Irgendwann beim Durchtappen bei der Produktion, dann kommst du da ja nochmal hin und wunderst dich, dass es rot ist und dann machst du wieder aus. Oh. So macht man das. Ich glaube, ich fahre mal zwei Vorgewände auf der 78, ne? Kann man leichter wenden. Wieso, bist du schon einmal rum, oder was? Nee, noch nicht. Man kann ja schon mal für die Zukunft planen. Oh ja, ein grüner Streifen ist ja schon da, jetzt sieht man das. Das ist eine hauchdünne Linie, gell? Ja. Also diese Liste von Holger ist schon echt genial, muss ich sagen. Ich weiß ja jetzt, wie viel Hektar ich brauche und dann gucke ich da einfach und trage ich hier Felder ein und sehe, wie das immer mehr wird. Ja, und auch was schon angesät wurde und so, dass du was abhaken kannst, dass du noch nachkontrollieren kannst, ob du auch wirklich schon alles angesät hast und so. Ja. Ab Pascal, apropos Holgers Liste, wo es doch letztes Mal der eine aus dem Chat nicht gefunden hat. Ich bin einen Tag später auch stundenlang irrgelaufen. Wieso? Weil auf dem aktuellsten Video war das nicht mehr verlinkt. Ein Video vorher war es noch verlinkt. Oh. Aber als ich letztens mal geguckt hatte, war das gestern. Und doch, gestern kam noch Marsch, da war es wieder verlinkt. Ja, aber wie gesagt, ich habe einen Tag später geguckt. Aber man muss ein bisschen aufpassen, er hat nämlich zwei verschiedene. Er hat einmal vor dem DLC und einmal nach, weil wenn man das DLC nicht hat mit den Karotten und so, dann schon klar. Ist ja falsch. Nee, aber es war ja im Prinzip unter dem aktuellen Video auf YouTube war es nicht verlinkt. Ja, ich habe ja aber zu ihm gesagt, er soll auch mal ein Video weiter zurückgucken. Also. Weil ich bin auch, weil ihr da guckt, habe gesagt, sag mal, bin ich jetzt selber blöd oder was?
Ja. Naja, aber Black Forest, selbst wenn du ohne Premiumfrüchte spielst und die Liste mit den Premiumfrüchten nutzt, ist es ja egal. Muss ja halt eben nur nicht eintragen, die stehen dann halt irgendwann mal als Null da. Nee, aber Karotten stimmen ja nicht. Wieso? Das ist eine ganz andere Ertragsmenge dann. Ja, eben. DLC hat doch viel höheren Ertrag. Ja, stimmt. Ja. Das finde ich jetzt auch irgendwie dumm, dass man das nicht mal wieder zurückschrauben kann, dass es immer wieder überschrieben wird. Das ist echt ein bisschen übertrieben. Das DLC kommt halt so nicht ran, ne? Ja. Jetzt guckt man ja auch die ganzen schönen Gebäude für Mods nutzen, aber da guckt man ja nicht ran, das wollen sie ja wohl nicht. Weil da sind ja schon schöne Produktionen bei auf dieser Hauskarte, ja, fand ich. Also da kann man, hätte man leicht was Schönes draus bauen können. Diese Konservenfabrik und was sie da nicht alles gebaut haben. Da sind gute Gebäude bei. Das ist ziemlich so auch noch auf altmodisch schon, ne? Also ja, aber auch geht. Also, neu, ja. Ich meine, eine Textur kann man ja vielleicht noch mal ein bisschen ändern, aber so die Form, altes Modell. Mhm. Hätte ich gleich bauen können. Naja, das nächstes Jahr bestimmt, also im nächsten LS-Teil, dass sie dann. Da sind nachher 5 Standardkarten drin oder so. Ja. Oder 20 wird wohl knapp. Also ich habe nur noch 9 weitere jetzt. Dann sage ich, unter 20 wird knapp mit aktivierten Booster. Um es etwas zu genauer definieren. So, was haben wir hier? Mineraldünger aktuell? 71.000 Mineraldünger ist auch hier schon am Start. Dann kannst du damit zum Hof übernehmen. Ja, ich schmeiße ein bisschen was in die Plantagen rein. Wieso, das ist überall noch was oder nicht? Ja, aber Pflaume ist auch da nur noch ein Tag. Also ich habe jetzt mal Dinge fertig geplant. Die Frage ist, ob man noch ein bisschen mehr anpflanzen, damit man damit noch Saatgut herstellen kann. Dann kannst du aber lieber mehr Gerste anbauen, hast mehr Ertrag von. Ja, die Frage ist, ob eine Schiene Saatgut reicht. Ja, weißt du, wie ich meine? Ist ja Mais und Hopfen ist ja auch immer noch über, oder nicht? Dann müssen wir das halt so planen, ja, okay. Gut, dann lassen wir's. Gut, okay. Weil bei Hopfen und so brauchst du ja auch noch weniger Hektar als die Dinkel. Ja. Es ist halt auch wieder eine eigene Schiene, aber. Naja. Es ist halt in der Schiene das Ertragreichste, deswegen habe ich es jetzt so gesagt. Aber gut, wenn wir nicht alle Schienen brauchen, dann machen wir es nicht. Ich habe immer bei mir. Also ich habe immer nur 2 Schienen laufen, bei mir ein Single und dann mit Hopfen und mit Gerste. Dann. Jo, alles klar. Dann werde ich den nächsten Hektar. Ja. Und irgendwo Vermehrungsgras machen können. Was du denn da fährt? Ach, der Anhänger backt da so rein. Das Dach.
Tobi, aber jetzt, dass wir jetzt sonst alles angepflanzt haben für den Herbst. Also nicht angepflanzt, aber geplant haben für den Herbst. Oder haben wir jetzt nochmal was vergessen? Das wäre wieder peinlich. Mir fällt doch gar nichts ein. Weizen, Gerste, Raps. Früher. Das abkippen, glaube ich. Hocken. Noch Hocken geht auch im Frühjahr noch. Ja, genau. Achso, aber dann sollte man vielleicht doch wieder ein Feld im über den Winter machen auch. Das macht noch Sinn, ja. Radikale braucht man nicht. Leinsamen habe ich geplant. Senf haben wir. Ja, dann mache ich noch ein Feld Roggen. Was ist denn auf der 59 geplant? Auf der 59? Gerste. Na gut, dann wolltest du das als Wintergetreide haben, oder was? Ja, Vermehrungsrest kannst du auch bei den Hühnern reinkippen. Aber ist ein bisschen teuer. Oder? Was hast du denn da, Fett? Ich habe eine Palette Eier verloren. Ja, die kann doch in den Hof laden, wenn du eh da oben bist. Ja, ich habe irgendwo eine verloren. Achso. Muss hier vorne noch irgendwo liegen. Wahrscheinlich gerade eben bei diesem komischen Ablademanöver oder so. Ist ja schon irgendwo rausgepackt. Ja, guck, da liegt sie doch. Meckert gar nicht, dass sie hier nicht angenommen wird. Seltsam. Ja, das Feld Erdbeeren will immer noch Karton haben. Ja, aber es hatten doch gesagt, das brauchen wir nicht. Weil es doch eh ausläuft. Ja. Geil. Gutes Kapital. Ja, gut. Also ich hätte jetzt gesagt, dann machen wir 21, 22 noch Hocken. Na gut, aber wenn wir das Feld noch erweitern wollen, wenn wir den weiter gerodet haben. Ach, du willst das Feld noch erweitern? Ja, ja, was willst du denn sonst damit? Den Wald stehen lassen, den wir nicht wegbrauchen für den Feedlot. Ja, und dann haben wir da irgendwie nur sinnlos Wald gekauft oder was? Ach so, deswegen, ja gut. Du, ja, gut, okay. Na, dann machen wir es halt nicht. Was machen wir denn mit dem Bargeld? Irgendwann wollten wir noch verkaufen, wenn wir es nicht brauchen. Ja, wir wollten noch aber den Einkauf noch mal irgendwann kaufen. Wenn die anderen sind, die voll gebraucht. Ja, dann behalten wir es. Ja, aber können wir dann mal irgendwas annehmen? Noch haben wir kein Geld dafür, ne? Ja, dann machen wir Feld 51. 10 Hektar. Naja, aber ich würde es blöd finden, wenn wir Wald kaufen und den dann halt eben einfach gar nicht nutzen. Das ist ja. Dann kann man es lieber alles abroden und dann das Feld noch vergrößern. Was sind denn hier? 250.000 fast. Was? Geld. Bargeld. Echt? Ist der Hofladen voll oder was? Ne, drei Paletten sind ausgelagert, hat wahrscheinlich schon mal jemand gemacht und 185.000 sind schon wieder drin. Oh. Brauchen wir aber auch alles für den Einkauf. Oh, hier plant doch jedes Hektar auf den letzten Meter. Was wollen wir denn einkaufen? Wieso Zuckerrohr wollten wir doch noch einkaufen nachher? Zuckerrohr? Das eine Feld wollten wir doch ernten und dann den Rest wollten wir noch dafür einkaufen. Der Tabak reicht dir doch auch, glaube ich, nicht ganz. Das Roggenfeld also schon gekauft, merkt euch ja, ne? Mal, was? Feld 54 gekauft, ne? Macht man noch Vermehrungsgras. Ja, ist gekauft. Welches Feld ist Vermehrungsgras? 54? 54. Da wo ich drauf bin gerade. Mhm. 54. Da bist du beim Mulcher. Muss das ja geglückt werden? Nee, ne? Nee, das Buchweizen gewesen. Ja. Die Roggen 52 da oben oder wie? Ja, ja, die müssen wir auch noch ernten. Da steht ja gerade der Träger mit Anhänger, dann kann ich den ja da hinstellen.
Chris, also Vermehrungsgras ist lukrativer, weil du da ja quasi das Gras noch im Schwad dann ja auch noch hast und halt eben die Samen verkaufen kannst. Halt eben aufwendiger, weil du es dreschen musst noch. Und du brauchst doch, glaube ich, auch irgendwann, oder? Für deinen Rollrasen oder wie war das? Ja, genau. Und als Booster an der Saatgut. Ja. Und man kann es halt eben auch noch zur Not bei den Hühnern reinschmeißen. Ein bisschen teuer. Ja, dann machen wir 21, 22 auch noch Vermehrungsgras. Ja, und dann kann man es ja im Frühjahr dann als große Fläche dann nutzen. Ja. Mhm. Wo ist denn der weitere Plan mit Ed Ralf und mit Minikeule? Also ich bin jetzt gerade für 54. Da komme ich jetzt auch hin. Ja, aber Minikeule, man sieht hier 54 Buchweizen ganz schlecht, wo man mulcht hat. Das macht ja nichts, wenn ich meine Linie aussetze. So, und Feld 17 können wir auch noch Vermehrungsgras machen. Was macht Pascal? Also ich Flüssigkeiten fahren. Also habt ihr das alle, also merken wir uns, das kriegen wir uns zusammen hin, da muss ich es nicht in die Liste eintragen. Im Norden sind alle Felder gemulcht, die abgeerntet sind. 17, 21, 22 und 54. Ja, das kriegen wir hin. Okay, dann wäre ich soweit fertig. Ich weiß gar nicht, gibt das mehr Ertrag, das Grasschwad bei Vermehrungsgras? Oder ist das gleich? Eher ein bisschen weniger. Wie war das jetzt? Wir wollten noch Feld 62 und 58 kaufen. Trage ich die auch schon mal ein. 58 auch noch. Ja. Das würde nämlich dann bedeuten. Dass wir jetzt dann noch 260 Hektar freie Fläche hatten und 315 Hektar verplant haben. Aber warte mal, Blackfrost, die 58 müssten wir denn ja auch diesen Monat kaufen, weil nächsten Monat ist sie ja vergammelt, ne? 58? Ja, ist doch Gerste. Gerste ist nur noch diesen Monat erntereif. Oder was habe ich jetzt gerade gesagt? Ja, aber von welchem Geld willst du sie denn kaufen? Ja, wir haben doch gesagt, wir können die nächsten Monat noch kaufen. Ne, die 58 nicht, die 62. Ach so, hätten wir doch erst die kaufen müssen. Ja, deswegen habe ich ja vorhin gefragt. Sonne muss ja auch gekauft werden, Roggen muss ja auch gekauft werden. Man hätte die alle kaufen, im nächsten Monat noch machen können. Ne, ne. Was kosten die 58? 690.000. Das werden wir wohl heute noch zusammenkriegen, oder? Ja, müssen wir halt eben bis zum Abend spulen und dann. Haben doch auch noch Kredit? Ja, aber ja nicht mehr so viel, oder? Ja, aber noch, was haben wir? 375.000. Ja. Plus die, dann sind wir schon bei 400.000. Die werden wir wohl noch zusammenkriegen. Sollen wir also mal noch Schüttgut verkaufen oder habt ihr das jetzt alles schon verkauft? Und mit Flüssigkeiten noch unterwegs. Ich weiß nicht, Fett macht ja auch da irgendwas anderes jetzt. Ich muss jetzt die Maschinen, weil das ja, wir spielen ja Multiplayer und es ist ein bisschen traurig, wenn Vulkanstärke auf 78 irgendwie alleine die ganze Zeit arbeiten muss. Das ist nicht der Sinn des Projektes hier. Oh, krieg ich Verstärkung. Ich vielleicht nochmal ein bisschen Schüttgut durch die Gegend. Ja, das mache ich jetzt auch gleich. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Missionen offen? Ne, nur Ernten. Ah, doch! Nur noch zwei Grubber-Missionen, die würden auch noch mal Geld bringen. Ich glaube, die nehme ich mal an. Die eine bringt nämlich 60.000. Mhm. Aber also, das ist jetzt Grubber, nicht Flüge, ne? Wieder, ne? Ja, also das sieht man wohl im Stream, dass du voll auf meine Fahrbahn drüber gezogen bist. Ich muss auch sehen, wenn da so ein großer Träger kommt, fährt man noch ein bisschen zur Seite. Wie rücksichtslos von dir. Ich habe gerade woanders hingeguckt. Ja, du guckst auch noch woanders hin, nicht mal auf die Straße. Ich habe in die Liste geguckt, ob ich noch irgendwas mit Flüssigkeiten versorgen kann, aber war nichts mehr. Genau, bei der Autobahn hält man auch Abstand vom Schwerlasttransport. Das sieht man doch. Und außerdem haben die mit mehr PS immer Vorfahrt. Wie viel PS mehr?
Also 9,42, da ist nicht so viel PS wie der LKW, ne? Ich glaube, dass kein Träger 880 PS hat. Bist du jetzt schon am Schild gut fahren, Big Force? Nee. Nee, ich muss erstmal hier mit meinem Autoloader zum Hof zurück. Der ist gerade die ganze Zeit nur rumgestanden. Nee, ich fahre dann erstmal jetzt zur Glasfabrik, zum Kieswerk da unten. Versorgt dort dann alles. Du hast das Vorgewände schon fertig? Ich fahre jetzt gerade das zweite Mal nach rum. Wenn wir zwei Vorgewände, kann man besser umdrehen. Du kannst vorne in der dritten Reihe anfangen. Also wenn du am Deich bist. Kunde? Kunde? Okay. Ich also bin von der Tanke aus. Ja, okay. Von der Tanke aus müsste schon zwei Reihen gemacht sein. Und wenn er am Straßenrand. Das ist okay. Wieder in der Bodenhöhe. Das ist nur in dem Muster-Safe-Game. Ja, okay. Wenn man da platziert. Und dann nicht richtig aufpasst. Guck mal, Kai, können wir auch eine Menge verkaufen. Das sollten wir das Geld ja schon fast von zusammenkriegen. Jetzt gerade Multilinie hier. Ja, genau. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass man das verkaufen kann. Schon eine Dreiviertelmillion. Mit nur Metall. Aber man sieht es aber auch auf dem Feld, was gemacht ist. Ja, man sieht es mittlerweile. Wenn ich die Linie habe, sehe ich es. Ja. Okay, dann fahre ich hier die dritte Bahn zurück, ne? Ja, guck mal, was im Info hat steht, das ist ja alles schon wieder 3 Tage, das letzte. Ja, bloß. Ah, hast du jetzt gerade Sand gefahren zur Glasfabrik? Ah, nee, das steht noch drin. Nee. Okay. Die Straßen ist schlimm, das Höhenmodell. Und sonst ein bisschen Terraform und versuchen das ein bisschen hoch zu machen wieder, aber das ist bei einigen Sachen, die zu tief platziert sind, zu einer Straße, kann es sein, dass so ein brauner Rand entsteht, weil es gibt noch so Straße. Das sieht man hier nur nicht, weil an der Seite normalerweise in der Straße aufgeschüttet ist. Das habe ich bei mir dann so oft nochmal neu platziert, bis es dann nicht mehr war. Da kannst du auch einfach hier mit dem Modus Hügel einfach einmal tippen und dann ist das auch eigentlich wieder behoben. Sand produziert man eigentlich auch im Überschuss, oder? Ja. Aber ich würde kurz erstmal die Glasfabrik versorgen. Ja, aber ich wollte nicht alles und ein bisschen verkaufen. So, dann komme ich da jetzt auch mal noch hin. Aber müssen wir eigentlich noch irgendwas kalken oder können wir alles verkaufen? Ja, ich glaube die 22 oder so war das doch. Irgendwas war doch, was wir letztes Mal gesehen hatten. Meine ich. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber trotzdem brauchen wir nicht hier über 700.000 Liter Kalk. Ja, stimmt, die 22. Wenn wir dann wahrscheinlich weiter vergrößern noch, dann brauchen wir noch mal ein bisschen was, aber wir produzieren ja auch wieder. Und die Zuckerfabrik hat ja auch Kalk. Naja. Eigentlich können wir fast alles verkaufen. Also auf einem Trailer oder so. Ja. Gar nicht beim zweiten. Und wenn wir jetzt die 22 eh nur Vermehrungsgras machen, dann wird es sogar früher reichen. Ja. Gegen den Uhrzeigersinn gefahren oder fährst du hier? Wer ich? Na gut, du fährst gegen den Uhrzeigersinn, kein Wunder. Ja, Anfanger hat sie gegen den Uhrzeigersinn. Nee, die andere Vulkanschnecke. Der Kuhstall ist auch mit Silage jetzt reingekommen. Oh, nee, das ist mit dem Uhrzeigersinn, was ich fahre. Hast du eine andere Uhr? Rechts rum fahren, geht dann über rückwärts vielleicht. Das ist, genau. Solche Uhren gibt's auch. Ja. Wenn ich das jetzt hier nehme. Doch, mal bitte aufsehen. Nee, stimmt. Stimmt, es ist andersrum. Ja. Oh je, ich war gerade nicht mehr. Hat genau gar keinen. Ich sag einfach, du hast normal nur eine digitale Uhr. Dann passt. Leider. Das hat aber ganz genau gepasst, war Black Forest? Mhm. Aber nur, kommt, also mit mir hatte das gar nichts zu tun. Das kommt davon, wenn zwei Profis am Werk sind. Fahrerisches können wir, ich war nämlich im Menü drin. Ich zocke gerade in den Supermarkt zum Beispiel zum Entspannen. Ja, es ist natürlich ein spannendes Spiel, wo man auch nicht so richtig vorankommt. Man hat ihn ein bisschen zu eng, glaube ich. Ja. Hat er das nicht vorhin schon mal geschrieben? Weiß ich nicht. Bigfoot sagt mir noch nichts. Jedes Mal am Ende eine High Five. Genau. Milk heute noch Supermarkt spielen oder nicht mehr? So. Doch.
Jetzt halt wieder? Also. Level 100 nach dem, nach den Mods, ne? Ich kann das nicht sagen. Da habe ich nicht geguckt. Aber irgendeiner war echt krass, ne? Der das Spiel schon durch hatte. Hast du das Spiel durch? Wie kann man das Spiel durchhaben? Er sagt, er irgendwie fehlten irgendwie noch zwei Erweiterungen von 130 Daten Spielstunden oder sagt er. Mehr konnte. Ach so, dass man dann quasi alles, was man an Möglichkeiten ausschöpft, quasi an Erweiterungen genau. Und an Produkten und Ich glaube 184 Stunden, sagt er, hatte er doch, ne? Ich habe jetzt vier Produkte oder Lizenzen kann ich noch kaufen. Und dann halt der Laden noch vergrößern. Aber ich habe noch einen Haufen leere. Ich habe noch einen Haufen leere Regale. Wie viele Spielstunden hast du mit Nicole? Kann ich im Steam gucken, gell, ohne dass ich starte. Ja, ich glaube, ich habe es hier auch noch auf. Vorhin. Nur fährt, denke ich mal, so 40 höchstens. So, Steam-Bibliothek. Ich muss gerade Google bist da. Supermarkt Simulator zeigt mir 27 Stunden. Ach, das nur so wenig, ich hätte mit mehr gerechnet. 27 Stunden. Sunken Land bisher 19 Stunden. Weil das habe ich hier ja nicht. Es wäre sonst mal interessant zu wissen, was ich über S gespielt habe. Aber zum Beispiel King of Retail habe ich damals 89 Stunden 206 gespielt. 206 habe ich. Das ist aber auch schon eine Menge. Das ist schon viel. Ja. Ja, LS möchte ich gar nicht wissen, wie viele Spielstunden ich da habe. Sind bestimmt einige tausend. Ja, aber das siehst du immer bloß pro Spielstand, oder? Nee, ja, aber so eine Gesamtübersicht, wie lange du das Spiel anhast an sich. Auf Steam siehst du das, ja. Aber das ist nicht deine wirkliche Spielzeit, also. Oh, moin Gerd. Ja. Moin Gerd. Gerd ist auch schon 60 Stunden im Supermarkt gewesen, okay. LS habe ich 6050,7 Stunden. Da kannst du schon mit Laura abchecken. Bestimmt. Aber das ist halt wirklich so. Also auch bei mir so. Manchmal habe ich das irgendwie im Hintergrund noch auf, wenn ich mal irgendwie die Produktionsübersicht aktualisiere und da was reingucke ab und zu und so. Dann läuft es aber auch eine Stunde lang oder so. Hier und mal da und keine Ahnung. Oder auch, was weiß ich, wenn ich mal irgendwie am LS spielen will und dann habe ich einen Einsatz und dann habe ich keine Zeit, das Spiel das noch auszumachen. Ja, das ist so, ja. Und dann läuft es halt eine Weile im Hintergrund. Das irgendwie. Macht aber eher so, ne? Das ist prozentual, redest du jetzt über 5 oder 10% maximal von der Spielzeit, ne? Okay, wo ich. Oder wenn ich in meinem Testspiel schon unterwegs bin und irgendwelche Sachen. Achso, das sehe ich hier Multi jetzt gar nicht. Ah. Ich glaube, das ist mehr als 10% bei mir. Wo ich nicht wirklich spiele. Naja, aber wenn ich das mit meinen Spielständen abgleiche, das kommt schon einigermaßen hin. Also bei mir kommt das, glaube ich, nicht hin. Was habe ich denn da? Mal gucken. Gott sei Dank habe ich da LS nicht über Steam. Ja, ich auch nicht. Ich habe die CD-Version. Jetzt habe ich gerade mit High-Rise City aufgehört und jetzt gibt es irgendwie Seide, Mais und E-Fahrräder. Okay. Also mir zeigt es 1190 Stunden an. Das ist aber wenig. Aber in meinem Singlespielstand, gut, natürlich, dann kommt noch hier der Multiplayer dazu. Ja. Aber in meinem Singlespielstand bin ich irgendwie bei knapp 500 Stunden. Ne? Matchmap nicht mal, kommt ja auch noch dazu. 500 Stunden. Also, Matchmap ist ja bei dir auch noch ein paar Stunden. Stimmt, Matchmap, ja. Dann habe ich auch vielleicht mal die eine oder andere Karte mir mal angeguckt, wo man mal eine halbe Stunde drauf war oder so. Ja. Entschraudet habe ich mittlerweile 70 Stunden. Und für das noch gar nicht so lange habe, schlecht viel. Sucht die. Ja, da suchte ich auch rein aktuell. Und der Sohnemann muss da auch immer farmen. Ja, genau. Da sind auch bestimmt 2 Stunden, 3 Stunden von meinem Sohn dabei. Zephorus habe ich damals also insgesamt 243 Stunden. Und Gerd, was willst du so? Zephorus habe ich 243. Den Nachfolger, Sons of Zephorus, der hat mich ja irgendwie nicht so gecatcht. Den habe ich. Sons, was sind denn? SRS. Sons, das muss da. Hey, oha, 70 krass. Stunden. Im LS19 hatte ich insgesamt nur 706 Stunden. Das ist aber echt wenig. Ja, den LS22 gibt es ja auch schon länger. Mhm. Nicht nur 2 Jahre. Subsistence 191 Stunden. Was habe ich hier noch? Habe ich Notruf, habe ich 57 Stunden. Oh, Transportliefer, da habe ich auch 125 Stunden. Der erste oder der zweite? Ich glaube, den 19 hatte ich noch Forest. Nicht Steam.
Was? Der erste oder der zweite? Hörst du nicht zu, wenn man dreht oder was? Krass. Erzähl's einfach irgendwas, aber hörst du nichts. Ich habe meinen Namen gehört. Was muss ich mal dazu? Du hast doch, du hast Sachen erzählt und ich habe auf die Sachen, die du gerade erzählt hast, dir eine Frage gestellt. Die habe ich nicht verstanden. Okay. Das aber nicht. So nach dem Motto, du haust einfach irgendwas raus, hörst aber gar nicht zu, dass irgendjemand dir eine Frage stellt. Oder? So, also das habe ich gesagt, der erste oder der zweite Teil, in dem du so viel hattest jetzt. Achso, Transportfieber? Ja, genau. Das ist 2. Eins habe ich gar nicht gespielt. Ich habe bei 2 nur 35 Stunden. Wo ich da auch letztens mal wieder Bock zu hatte eigentlich. Da gibt es auch viele Updates, da ist viel Neues dazu gekommen und so, aber ach ja, woher die Zeit nehmen. Und in FIFA 21 habe ich tatsächlich 300 Stunden. Was? Das habe ich hier nicht drin. Das ist aber viel. Aber gut, ich habe das Spiel ja auch länger gehabt. Ich glaube, ich habe im jetzigen FIFA habe ich, glaube ich, auch irgendwie 80 Stunden oder so. Im jetzigen FIFA, das sehe ich nicht, weil ich mir das nicht mehr über Steam gekauft habe. Na genau, das sehe ich nämlich auch nicht. Okay. Das ist also die Antwort auf meine Frage. Ihr guckt vielleicht bei Steam nach. Ja. Ich wollte jetzt gerade wissen, wo man jetzt halt hier beim Landwirtschaftssimulator sieht, wie viele Gesamtspielstunden das man da hat. Na, komm auf deiner Bahn wieder hinterher, ne? Wo kam Stecker? Kurz dazwischen. Ich bin jetzt aber rechts von dir. Ich bin jetzt rechts von dir. Du hattest ja bei Transportfieber auch nur die Kampagne gespielt, ne? Ja. Dann gehe ich rüber. Ich glaube schon. Ja, also. Der hat aber gesuchtet. Sonst auf den Faust, Wahlheim, Subsistenz. Oder soll ich jede zweite Bahn machen? Lukas, kann ich auch. Ja, du kannst jetzt auch nochmal links rum, wenn du willst. Das sind ja nur 2 Bahnen, dann überspringen und dann links rum und dann müssen wir mal gucken, ja. Dass wir 2 Bahnen überspringen oder so, damit wir dann nicht jedes Mal miteinander fahren oder so. Ja, nee, das wäre ja blöd, ja. Das war ein Kalkverkauf, Black Forest, die 800 Euro, oder? Ja, ich habe gerade nochmal umgeschaltet, weil das war diese kleine, was habe ich denn sonst noch viel gespielt, weil ich gerade Gold Rush. Ich habe mich auch gewundert, ich bin nämlich auch gerade am Abkippen und nur 800. Gold Rush the Game gab's mal, ja. Ja genau, habe ich 117 Stunden. High Rise City habe ich jetzt 63 Stunden. Kebab Chef haben wir 19 Stunden. Da habe ich irgendwie mehr. Ja, du hast ja auch so nebenbei noch gespielt. Ja, warte, was habe ich dann bei Kebab Chef? Da habe ich 32 Stunden. 32,6. Mit Evil Dynasty habe ich auch bei 80 Stunden. Recyclinghof. Ein Recyclinghof? 105 Minuten. Bausimulator habe ich noch 30 Stunden. Sogar noch im Minutenbereich. Hast du noch die Demo-Version gehabt? Ja. Mist Survival, da gab es auch eine Menge Updates eigentlich, ne? Bei Mist Survival, das habe ich das letzte Mal 2019 gespielt, am 8. November 2019. 17 Stunden. Da gab es ständig Updates eigentlich. Ich glaube, das ist viel Neues, das ist auch ein Survival-Game, aber ich glaube, das ist ein Singleplayer-Survival. Pascal, was hältst du davon, wenn wir ein Rennen mit Kalk zum Hafen machen? Können wir gleich machen. Ich muss nur mal Ich glaube, das geht nicht gut aus. Ich muss nur mal Kies gleich loswerden. Aber sollten wir kurz vorher vielleicht mal Fruchtzerstörung ausmachen, falls der eine den anderen aufs Feld abdrängt. Payday. No. Payday 2. Ich weiß gar nicht genau, wer das mit wem hat. Habe ich das mit Gerd auch gespielt? Gerd, haben wir Payday gespielt? Payday. Black Forest, welchen Anhänger hast du auch? Einen kleinen, oder? Eine Geschichte. Also ein 63.000er, oder? Gute Frage, ich weiß gar nicht, wie viel da reingeht. So, Minikeule, jetzt haben wir das auch gleich geschafft. Und hier. Grauer halt, Benane. Ja, die sind unterschiedlich groß. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich habe ja nichts drin. Fast, glaube ich, die letzte Bahn dann, oder? Ja. Wenn ich das sehe. Ja. Bis genau aufgehe. Und bist du dann wieder hier? Ich habe das genau so nah. In einer Minute oder so? Na gut, das passt. Ich bin jetzt auch gleich am Abkippen. Clavis Gilbert. Was ist eigentlich aus dem Gold Hunter geworden? Das entwickelt noch, ne? Aber der Entwickler ist ein bisschen, glaube ich, der muss sich selber noch ein bisschen entwickeln. Ist er noch so jung? Nee, aber der ist, glaube ich, so verplant gefühlt. Ich habe ab und an mal die Streams gesehen, der streamt doch so auch, wie er programmiert, aber das, also wie gesagt, ja, das ist alles. Das ist natürlich auch nicht ohne. Also ist jetzt nicht, dass man so ein Spiel aus dem Ärmel schüttelt, aber.
weiß aber nicht, wie da der Stand ist, ob das spielbar ist mittlerweile. Also die letzten Male war es ja nicht wirklich sinnig spielbar, das macht ja keinen Spaß. Weil dann fangen wir vorne an der Straße an, Black Forest, ne? Sonst ist das ja auch irgendwie blöd. Sonst hat man Aber dann ist es ja auch blöd. Weil der, dann der links fährt, besser um die Kurve kommt. Tropico 6, 12 Stunden. Ja, wo willst du denn anfangen? Keine Ahnung. Da irgendwie... Weil die Rampe hoch ist auch blöde zu zweit. Vor der Rampe. Ja, das ist aber auch blöd. Das ist auch blöd. Ganz Ocean. Sind wir wieder bei den Schiffen. Warte mal, wir können ja in der Kurve anfangen. In der Kurve hier vorne, die hier links ist. Müssen wir halt eben nur umdrehen. Warte mal, es geht ja, die erste Kurve ist ja links rum. Ja. Oh, oh, ich hab gestürzt. Schon Frucht zerstört, oder? Nee, nee, ich bin gerade in die andere Richtung. Das Team ist Fallout 4. 14.12.19, okay. War eben noch so im lila an der Flecke. Ja, der Hanna hat auch eine Minikeule nicht sauber geschafft. Ja. Das ist durch das, wie hier das Feld schräg ist. Da stimmt mit dem Wende nicht ganz. Alles gut. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich noch zum Hof komme mit meinen 85. Dein LKW eigentlich genauso viel PS wie ich. Also ich habe jetzt 63.000 Liter übrigens. Okay, ja, das habe ich auch. 880 PS. Aber Civilization 5 gespielt. 8. Februar 15. Was, ich, was sehe ich? Die Aral-Tankstelle. 8. Februar 15. Das kostet ja Geld. Ist 9 Jahre her. Hast wo du sehen die 30 PS? Gemulcht, Minicoin? Musst du aussteigen mit 30? Der Hand dagegen leuchten. Nein. Dann steht das unten. Okay. Das müsste man auch noch mulchen. Dann das 880, hatte ich keine Demo. Nee, das war schon die erste Release-Version. Das war nicht die Demo. Ja, Pascal. Das war die erste hier. Dixums-Version, die erste. Ja, du stehst ja jetzt hier wieder links, das ist ja dann auch wieder. Ja, deswegen musst du ja umdrehen. Mir ist egal, ich kann auch rechts stehen. Bloß so ein Stück weiter hinten muss dann der. Ah, warte mal. Der links steht, muss ein Stück weiter hinten. Ich glaube, in der nächsten Folge so kriegen wir dann die Antwort oder so. Worauf denn? Hat auch gesagt, stimmt. Ah, okay. Pascal hat gesagt, das ist richtig. Was, 30 soll gemulcht werden, ja. Ja. Da soll ja Senf angesät werden. Das ist nur ein bisschen Untergang gerade. Weil sie ja Grand Prix-Strecke noch nicht rausgesucht haben. Der zählt runter von den anderen. Warte, Black Forest muss erstmal stehen. Ich unterstütze das nicht, weil ihr schummelt doch auf. Wir machen erstmal Motor aus und dann. Ich muss ja, wenn dann, auch vor dir stehen. Weil ich. Achso, sorry, ja. Weil? Nee, umgekehrt. Ich ja, muss stimmt, vor dir umgekehrt. Stehen. Ja, stimmt, ja. So ist richtig, ja. Hab ich dann die Position ausgefahren oder wie? So. Stehen bleiben jetzt. Und jetzt. Ja. 3, 2, 1, los! 6 Wochen ist jetzt aber ein Spätstart. Ey, du bist einfach zu früh gestartet. Ja, Pascal ist wahrscheinlich noch rüber, aber irgendwie manipuliert. Ja, der hat früher auf Start gedrückt. Das wundert mich nicht. Noch nicht richtig losgefahren und schon streiten sie sich. Ja. Und dann bringt er mich auch noch ab. Ja, das gehört zum Wettrennen dazu. Das macht er gern. Ich glaube, da kann 30. jeder Mitspieler schon ein Lied vorsingen. Ja. 30 ist Zentrallager, ne? Ja, genau. Da drüber, ja. Unterhalb. Ja, ja, ich weiß. Grasfeld. Das Blöde ist immer, wenn man nach hinten gucken muss, weiß man nicht, was vor einem passiert. Das dann noch Chips. Ich jetzt eigentlich mit 80 Liter im Tank gehe. Das habe ich auch nur 46 Minuten gespielt. Sollte man meinen, ne? Da war es wahrscheinlich nicht so gut. Durchstich hier Richtung Gerd. Wie war das jetzt eigentlich mit Sunken Land? Freitag ist der ganze Abend. Bist du irgendwie nicht da, ne? Wie war das noch? Muss Gerd eigentlich heute Hilfe brauchen hier? Frauenfußball. Gerd? Frauenfußball heute schon wieder? Nee. Keine Ahnung. Oh, es regnet.
aber da ist ja immer schon eine dreckig. Vulkanschnecke. Ja, die wird jetzt schön sauber gewaschen. Ja. Ich penne das eigentlich auch nach Strom. Ja, eigentlich schon. Die wird so richtig eingesaut nochmal. Und man muss aufpassen, dass stimmt, ich die, ne? Dass ich die Röhrle nicht verstopfen, ne? Wenn ich bei uns hier so die Feldwege angucke, die sehen aus. Da wirst du automatisch 2 Zentimeter größer, wenn du da drüber läufst. Wir noch Landwirtschaft hatten, da war es auch immer so die erste Erfahrung mit der Flurbereinigung. Was also, machen wir mit hinten rum ranfahren oder von vorne rum ranfahren? Ist jetzt eigentlich eh egal, oder? Bei uns gab es da noch keine asphaltierte Feldwege oder betonierte Feldwege. Und bei ein paar Ortschaften weiter, wo wir auch Land gepachtet hatten, da sind wir noch nicht daheim gewesen mit dem Traktor und für die nächste Maschine zu holen. War schon jemand von der Gemeinde dort und hat sauber gemacht und uns in Rechnung gestellt. Also ich würde mal sagen, dass ich mit klarem Abstand gewonnen habe. Ja, ja, mit krummen Methoden hast du gewonnen. Ja, genau, wahrscheinlich. Guck mal, ich habe schon abgekippt. Mit Frühstart und mit Abdrängen hast du gewonnen. So sieht's aus. Ich musste nämlich dann anhalten, weil du mich sonst vom Deich runtergeschüttet hast. Ja. Das gehört zum Wettrennen dazu. Genau. Ja gut, wir können ja gleich nochmal hier neu starten. Dann hättet ihr eure Regeln vielleicht nochmal absprechen sollen. Ja gut, dann machen wir jetzt ohne Abdrängen. Vor allen Dingen, das hat nicht so viel gebracht, dass ich noch abgekippt habe, bevor du da bist. Mein Traktor hat eine Seitendrift, da muss ich dauernd korrigieren. Hat die Schäfer auch gehabt, wo ich mich gewundert habe. Alteres Kirche, so ab 1930 wieder zu Hause. Ja, außerheilig, er hält nicht mal an. Manager, wie viel Zeit hast du da verbracht? Jetzt hier ein Rennen machen, ich dachte, nicht viel. So, okay, wusste ich nicht. Manager gibt es ja 2 Teile. Ich fahre jetzt anders. F. Aber wahrscheinlich auch zu länger. F. Da fahren wir hinterher. Farmanager 18 habe ich 33 Stunden gespielt und den Farmanager 21 habe ich 21 Stunden nur gespielt. Das mal gespielt am 21. Juni. Und am 25. Juli gab es einen großen Patch. Meistens Sonne, aber gut. Der ist doch auch das Feld. Sag doch ja, nichts. Weil du das machst. Ist doch ein Grasfeld, das ist doch nicht verboten. Wenn Fett das sieht, dann hat er wieder was, oder wo er sich drauf uns drauf aufzieht. Denn. Ich hätte gar nicht was zu tun. Nein! Boschi, morgen. Das kommt davon, wenn du mich wieder abdrängst. Weißt du denn, ob Speedy morgen Zeit hat? Ja, hat Speedy gar keine Zeit morgen. Ich wollte ja den Innschatten nehmen. Nee, morgen, Freitagabend. Sonst wird es zeitlich knapp. Mike, vielen Dank für den Sub. Vielen, vielen, vielen Dank für die Entscheidung. Ne? Natürlich hier mich zu supporten. Vielen, vielen Dank, Mike. Danke für dein Prime. Vielen, vielen Dank. Moin, moin. Ja, wir gehen also gerade so ein bisschen die Steam-Bibliothek durch. Was hat man eigentlich so an Spielen? Wie viel hat man da eigentlich drin rumgesuchtet? Man sieht jetzt leider keine Gesamtzeit von allen möglichen, aber gut, ein paar Stunden kommen dann doch zusammen. Blöde Frage. Wie viele Spiele habt ihr eigentlich in der Bibliothek? Ja. Was ist, Ralf? Darf ich diese Sämaschine eigentlich mal upgraden hier? 11. Ja. Das ist nämlich die noch mit wenig... Wie bitte? 11. Hotz. Da steht er, das kannst du sogar noch zählen, wa? Ja. Aber ich habe nicht alle Spiele in der Steam-Bibliothek, also. Ja, okay, ich auch nicht. Ich hab noch mindestens 2 weitere, die ich nicht in der Steam-Bibliothek habe. Ja, gut, ich habe ja dann auch noch diesen Epic Launch, da gibt's ja noch, da gibt es noch Origin und wie das früher und was nicht. Bei Steam habe ich 106. Okay.
Aber dann guck mal, das älteste ist von 2015 circa. Ich hab das ja schon also fast 10 Jahre. Ist da schon Steam? Ja. Guck mal, dafür, dass du mich so weit abgehängt hast, habe ich ganz schön wieder aufgeholt. Ja, ich bin hier vorsichtig gefahren, damit ich ja, ja. Vorkau. Ja, so ist es. Aber vier. Ja. So viel zum Thema Straßen benutzen. Ich sage jetzt lieber nicht mal, wie viel das eben ist. Da sind auch Spiele dabei, die habe ich gekriegt, die habe ich nie gespielt. Also so durchgehe. Einige Beine, die ich nie gespielt habe. Also ich habe gewonnen, würde ich mal so sagen, ne? Diesmal auf legale Art und Weise, oder? Ja. Aber scheint gerade, dass sein Auto versenkt oder so. Ich hab letzte Woche Scheiße, wa? Muss das zurücksetzen. Der Force ist nicht so für Wettkampf. Nee. So, dann besuche ich euch jetzt Art auf 78. Was willst du eigentlich hier, Black Force? Ich krieg alles mit. Was? Das ist schon leer? Irmtraps. Ja. Dann fahre ich ja noch Erde. Ich glaube, eine Turkis war da auch noch drin. Oder das. Die Steine waren auch noch ein paar da. Also ich glaube, ich wähle was anderes aus. Dann sieht es besser aus auf der Übersichtskarte. Ja. Dann musst du wahrscheinlich Kalk aus der Zuckerfabrik holen noch, oder wie? Das machen wir. Ja, ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Reinschalten, liebe Leute. Das war's für die heutige Folge hier vom LS22 Multiplayer. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.